Hi und herzlich willkommen zu unserer zweiten Lass-Raus-Runde. In dieser Folge besprechen wir ein bisschen was Persönlicheres. Valeria, Aurora, Shannon und ich, wir haben alle einen Migrationshintergrund und der ist bei uns allen komplett unterschiedlich. Und das ist richtig toll, weil wir dadurch aus verschiedenen Perspektiven über unsere eigenen Erfahrungen und Empfindungen sprechen können. Lass-Raus, der Videopodcast von Brust raus mit Valeria. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich einmal einen anderen Salat, der sehr ähnlich ist, Olivier heißt der, habe ich mal mitgebracht zu einer Party und meine deutschen Freunde haben den verschlungen einfach. Und dieses Gefühl zu sehen, wie die das Essen, womit ich aufgewachsen bin, einfach inhalieren, hat was mit mir gemacht. Aurora. Das Gefühl finde ich sehr gut beschreibt, nämlich ein Gedicht. Das habe ich auf Instagram entdeckt und ich muss sagen, das hittet emotional schon ein bisschen anders. Also, sollen wir die Taschentücher raus? Ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleich weine und dann so mich vor der Kamera verstecken muss und sagen, bitte macht aus. Also, seid gewarnt. Okay. Es wird jetzt sentimental, ja? Okay. Aber Heimat ist auch für mich Schwabeländle. Also so, ist halt, ja. Das hast du jetzt schön gesagt. Ja, es ist halt wirklich so, wenn ich dann irgendwie nach Hause komme, meine Mama macht so Spätzle und Soße und so. Oh. Und dann setzt man sich da halt hin. Oder auch irgendwie so das Heimatfest, was so in einem Heimatsdorf ist, ist auch Heimat. Und Shannon, zusammen mit euch. Der Community. Zum Beispiel in Japan ist es so, da werden schiefe Eckzähne als niedlich angesehen. Das geht sogar so weit, dass es so Aufsätze gibt für die Zähne, dass man so schiefe Eckzähne dann hat. Oder, also dass die dann so... Ja, je nachdem, Hauptsache schief. Wir haben vor kurzem bei uns auf dem WhatsApp-Channel gefragt, unsere Community, wo ihr zu Hause ist und was sie so als Heimat definieren, vor allen Dingen, wenn man mit zwei Kulturen aufgewachsen ist. Und da hat uns jemand Folgendes geschrieben. Heimat ist für mich der Ort, an dem ich mich wohlfühle. Ich betrachte meine syrischen Wurzeln als einen Teil von mir, kann mich aber überall zu Hause fühlen, wenn ich Freunde um mich herum habe, einen Beruf und mir ein Leben in der Kultur des Ortes aufgebaut habe. Um verstehen zu können, inwiefern wir in unserem Team mit zwei Kulturen aufgewachsen sind, wäre es für vielleicht hilfreich, der Community nochmal zu sagen, wo euer Migrationshintergrund ist und wo eure Wurzeln sind. Meine Mama kam ja zum Beispiel aus Kolumbien, mein Papa ist Deutscher und ich bin in Deutschland geboren. Also sehe ich auch Deutschland als meine Heimat an. Und wie sieht das so bei euch aus? Also ich bin nicht hier geboren, ich bin in Russland geboren, in St. Petersburg. Und meine Mutter ist mit mir, meinem Bruder und während sie schwanger war, als ich 3 war, nach Deutschland gekommen. Und genau, dann bin ich hier aber aufgewachsen, weil meine erste Sprache war auf jeden Fall Russisch. Das war meine Muttersprache. Aber mittlerweile habe ich einen deutschen Akzent und spreche sie auch gar nicht mehr so mega gut. Also ich finde, allein das ist so ein irgendwie Indikator, wie man sich, wo man sich vielleicht auch zu Hause fühlt. Bei mir ist es so, ich bin auch in Deutschland geboren, aber meine Eltern kommen aus dem Kosovo. Die sind geflohen, bevor der Krieg dort ausgebrochen ist. Und die erste Sprache, die ich gelernt habe, auch Albanisch. Ich habe dann Deutsch erst im Kindergarten gelernt, dadurch aber, dass zu Hause immer viel Albanisch gesprochen wurde und ich auch zum muttersprachlichen Unterricht einmal die Woche gehen musste, kann ich tatsächlich recht gut Albanisch, aber so einen ganz leichten deutschen Akzent hört man auch raus, habe ich mir sagen lassen. Ja. meine Mama, die kommt aus Uganda und mein Papa ist Deutscher und ich bin hier groß geworden und meine Geschwister sind ja auch alle geboren, also meine 2 großen Brüder. Aber ich hatte auch ziemlich lang ziemlich starke Identitätsstruggles, weil ich einfach dadurch auch nicht wusste, wo ich hingehöre. Und ich bin ziemlich deutsch geprägt aufgewachsen und es liegt vielleicht auch daran, wenn meine Mama selber Deutsch lernen wollte und dadurch nie mit uns die Sprache gesprochen hat. Und deswegen, wenn wir in Uganda waren, klar, da kann man Englisch sprechen, aber da hat man auch irgendwie nicht so richtig dazugehört, weil man eben einfach nicht die Sprache sprechen konnte. Und dazu habe ich euch jetzt 2 TikToks mitgebracht und ich glaube, damit könnt ihr vielleicht auch ein bisschen relaten. Ich bin Mix. Natürlich bin ich Almans zu schwarz und Ägyptern zu weiß. Ich bin Deutsch-Türkin. Natürlich bin ich in Deutschland die Türkin und in der Türkei die Deutsche. Wie geht's euch damit so? Ich kenne diesen TikTok-Trend. Ja. Ich habe den auch gesehen als ich bin Russin. Mhm. Natürlich bin ich in Russland die Deutsche und hier die Russin oder Russlanddeutsche oder Ukrainerin oder so. Also da gibt es ganz, ganz viele, gerade die genau mit diesem Trend das thematisieren. Und ich finde es voll spannend zu sehen, dass es sehr, sehr vielen Leuten genau gleich geht, weil ich fühle das auch zu 100%. Dass wenn ich zum Beispiel mal in Russland war, was aktuell natürlich gar nicht geht, aber früher, dass ich da sehr krass wiedergespiegelt bekommen habe, dass ich Deutsche bin. Mhm.
Ja, mir ging es auch oft so in Kosovo zum Beispiel, also was den Akzent, den deutschen Akzent in der Sprache anbetrifft, hieß es, ey, wenn wir einkaufen gehen, lass lieber uns reden, weil wenn die deinen Akzent hören, dann machen die Preise teurer für dich, weil die dann wissen, du bist nicht hier aufgewachsen. Krass. Das war zum Beispiel, dachte ich, ach, okay. Und es gibt sogar einen Begriff für Albaner, die in Deutschland oder grundsätzlich irgendwo in einem anderen Land groß geworden sind, die nennen uns einfach Auslandera. Auslandera? Auslandera, die haben geil. Einfach das deutsche Wort genommen und albanisiert. Ja, witzig. Bei uns gibt es nicht auch so einen Begriff, aber wenn ich in Uganda bin, dann heißt es auch immer, mach keinen Musungu-Prize, weil Musungu ist weißer. Und dann muss ich immer sagen, don't do the Musungu-Prize. So, dass die halt checken, okay, ich check, dass die mich ja. vielleicht irgendwie abziehen könnten oder so. Aber was mich da total interessiert, bei mir sind es ja quasi, also mein Blut sind einfach zwei Kulturen so. Und bei euch ist es ja ein bisschen anders. Deine Eltern kommen aus dem Kosovo, deine sind aus Russland. Wusstet ihr denn dadurch so automatisch für euch immer, ey, ich bin Russin oder ich bin Albanerin? Oder hattet ihr da auch irgendwie viele Identitätsstruggles, weil ihr hier groß geworden seid? Ja, also die Identitätsstruggles, ich glaube, wir kennen die alle gut. Zu Zeiten von Kindergarten und Grundschule war es so, ich wollte gar nicht, dass man das merkt. Ich wollte nicht beim Elternsprechtag oder irgendwie auf der Straße oder so, wenn man meine Mutter mit Akzent sprechen hört, dass die Leute dann irgendwie komisch gucken oder was sagen, weil die Erfahrung habe ich hin und wieder mal gemacht. Oder dass es hieß, mein Name ist irgendwie komisch oder sowas. Und dann wollte ich das immer verstecken. Aber dann, so während der Pubertät, habe ich irgendwie, hat sich die Connection oder dieser gewisse, in Anführungsstrichen, Stolz, sag ich mal, dazu entwickelt, dass ich dann irgendwie dachte, nee, da sind meine Wurzeln und ich habe da eine Verbindung zu. Und dann stand ich auch viel offener dazu. Aber als Kind habe ich tatsächlich immer versucht, das zu verstecken. Ich wollte nicht, dass das durchkommt, dass ich nicht richtig deutsch bin. Ich fühle das. Also ähnliche Erfahrungen oder auch Gefühle, was so die Muttersprache in der Öffentlichkeit sprechen angeht. Oder Elternsprechabende waren für mich auch immer Horror, weil meine Mutter mit einem Dolmetscher kommen musste. Und ich habe mich dann immer sehr geschämt dafür, weil ich immer gedacht habe, keine Ahnung, irgendwie, das macht sonst keiner, weil ich war auf einem sehr so deutsch geprägten Gymnasium in einem Vorort. Das heißt, das war auch, also es gab es zwar schon hin und wieder, aber die waren einfach nicht so lange in der Schule. Das heißt, am Ende, je höher man kam, desto weniger gab es einfach Menschen mit Migrationshintergrund. Und desto befremdlicher wurde es dann für mich, diesen Teil von mir zu haben. Und desto mehr habe ich immer versucht, bei meinem deutschen Umfeld dazuzugehören und das auch alles abzulegen. Bei mir war das auch sehr ähnlich. Ich bin auch in einem sehr weiß geprägten Umfeld groß geworden. Und von außen kam bei mir ganz oft so die Fragen, wodurch ich meine Identität immer hinterfragen musste, obwohl ich es irgendwie gar nicht wollte. Also nur so als Beispiel, ich habe so mit 14, 15 voll viel Folk-Mucke gehört, das ist so Mumford & Sons and the Lumineers. Dann hat ein Kumpel zu mir gesagt, so, ey, du bist doch schwarz, warum hörst du so eine Musik? Und dann war ich so, ja, stimmt, so, ich bin eigentlich schwarz. Und das hat mich irgendwie so krass getriggert, dass ich dann so langsam angefangen habe, mich so zu verhalten, wie Weiße denken, dass Schwarze sich verhalten, um dazuzugehören. Wie so. Zum Beispiel? Also ich weiß, so 2015, 2016, da war ja Rihanna und A$AP Rocky voll krass am Kommen. So, und die haben ja auch irgendwie so den Style verkörpert. Und auf einmal hieß es so, es ist voll cool, schwarz zu sein. Ich wäre auch gerne schwarz, so wie du und so. Und dann habe ich halt voll angefangen, die Musik zu konsumieren von A$AP Rocky, obwohl mir das gar nicht so getaugt hat. Und habe so voll, jetzt würde man sagen, die Ästhetik irgendwie so voll versucht zu verkörpern. Oder auch, ich habe mal eine Zeit lang super viel Hühnchen gegessen, also so voll diese Klischees bedient, weil ich dachte, die wollen das halt, also weiße Menschen in meinem Umfeld wollen das halt irgendwie so bestätigt bekommen. Und dann habe ich einfach selbst versucht, das irgendwie darzustellen. Jetzt im Nachhinein eigentlich total blöd so. Ja. Aber deswegen, ich wollte mal euch fragen, was hat euch so geholfen, um eure eigene Identität irgendwie so anzunehmen, wie sie ist? Ich glaube, ich bin tatsächlich noch so voll im Prozess. Ich finde es voll krass, dass du gesagt hast, so bei dir kam es in der Pubertät. Es kam eigentlich so vor ein paar Jahren, würde ich sagen, und es hat mir geholfen, darüber zu sprechen. Und das erste Mal, als das passiert ist, ich hatte eine russische Kollegin und Freundin. Und wir haben aber nie miteinander darüber gesprochen, dass wir eigentlich einen sehr ähnlichen Background haben. Sie ist aber sehr viel später nach Deutschland gezogen mit ihrer Familie. Und irgendwann hat sie so zu mir gesagt, sag mal, wollen wir da nicht irgendwie mal drüber reden? Also sie hat mir einfach eine WhatsApp geschrieben. Ja. Und sie hat gleich gesagt, weil wir Medienmenschen sind, lass uns einen Podcast machen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dieser ganze Prozess, einfach mal darüber zu sprechen, auszutauschen, diese Erfahrungen aufzuarbeiten, die Gefühle, wir haben vorhin von Scham gesprochen, darüber nochmal sich zu erinnern und
dann auch nochmal zu hinterfragen, woher kommt das? Das war voll der wichtige Prozess. Wie lange habt ihr jetzt den Podcast? Also wie lange, also wann ich ging glaube, das los? Bestimmt jetzt so 2 Jahre oder so, 2, 3 Jahre. Und dann hat für mich aber natürlich auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine nochmal einiges damit gemacht, weil auch ich mich nicht so viel mit der Politik und der Geschichte mit dem Land beschäftigt habe und es vielleicht auch sehr krass verdrängt habe, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ganz oft eine der ersten Fragen, die mir so gestellt wurden früher war, was hältst du von Putin? Was hältst du vom russischen Präsidenten? Und ich war immer so, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit der Politik da nicht aus und habe das dann so bewusst einfach versucht auszuschalten, nicht darüber zu reden, nicht mich damit zu befassen. Und das ging dann irgendwann natürlich nicht mehr. Aber auch sich damit zu beschäftigen, mit der Geschichte des Landes, die auch wahnsinnig problematisch sein kann und war, das hat mir auch geholfen, ja, zu verstehen. Ja, total. Es war bei mir auch so, ich habe auch erst mit 16 angefangen, mich richtig mit der Geschichte von Afrika auch irgendwie auseinanderzusetzen. Was ja auch irgendwie super schade ist, weil du das halt im Unterricht nicht so mitbekommst und dann muss man sich da selbst voll reinlesen. Aber das hat mir auch voll viel Stolz gegeben. Also einfach zu sagen, ey, das ist voll cool, was dieser komplette Kontinent auch eigentlich so gerissen hat in den letzten Jahrhunderten. Und das hat mir auch voll den Empowerment-Move gegeben irgendwie. Ja, bei mir war es so, glaube ich, dass dadurch, dass wir halt jeden Sommer in Kosovo waren und immer die Familie besucht haben, war sowieso schon immer eine starke Verbindung halt zur Familie da. Der Moment, der, glaube ich, so ein bisschen ausschlaggebend war, ist, als in der Teenie-Zeit meine Großeltern gestorben sind und dann auf einmal ein großes Stück Kindheit nicht mehr da war, weil die dafür gesorgt haben, dass wir alle die ganze Zeit zusammen waren, alle zusammengekommen sind. Und als sie auf einmal nicht mehr da waren, hat das gefehlt. Und dann habe ich gemerkt, dieser große Teil meiner Kindheit ist jetzt einfach weg. Aber das hat so einen großen Platz in meinem Herz. Ich glaube, das war auch so ein Moment, der das noch verstärkt hat, dass ich die Verbindung dazu habe und dazu dann auch halt stehen möchte. Und noch in Bezug auf tatsächlich ähnlich wie bei dir die Geschichte vom Land, wenn man das gelernt hat. Ich habe den muttersprachlichen Unterricht einmal die Woche besucht in Deutschland und da hat man auch viel zur Geschichte gelernt und erkannt, boah, da steckt eigentlich so viel hinter. Das hat auch nochmal irgendwie die Verbindung dazu gestärkt. Ja, richtig schön. Was mir auch noch mega geholfen hat, das hört sich vielleicht ein bisschen absurd an, aber es sind tatsächlich meine Tattoos, weil meine Tattoos, das ist so eine Sache, wo ich einfach selbst entschieden habe, dass das zu meiner Identität gehört. Und das hat mir voll viel Selbstbewusstsein gegeben, weil das nicht so eine Sache ist, die so naturgegeben ist, wie jetzt die Hautfarbe. Weil davor war ich immer so, ja, du bist L und du bist halt schwarz. Und jetzt bin ich aber L, die vielleicht schwarzes, kurze Haare hat und Tattoos. Und das ist sowas, was ich halt selbst entschieden habe. Und ich finde das auch voll gut so. Ah, voll ja. Ein spannender Gedanke. Mhm. Vor allem witzigerweise habe ich auch eine Geschichte mit einem Tattoo und mit meiner Herkunft. Weil ich glaube, ab und zu gibt es auch mal Kommentare auf dem Kanal, wenn ich so kurze Klamotten trage, dann sieht man hier auch, dass ich einen russischen Text habe. Und das hat für mich auch ein bisschen was damit zu tun gehabt, das wiederzufinden, weil ich irgendwie mich so voll irgendwann davon so entfernt habe und irgendwie so gar nicht so richtig verstanden habe, wie kann ich vielleicht noch diese Wurzeln oder diese Verbindung finden. Und dann habe ich mir quasi, war ich so Teil eines Kunstprojektes, wo ein russischer Tattoo-Artist, der zumindest auf jeden Fall Russisch spricht, der hat sich dann mit mir befasst und hat dann irgendwie so 4 Stunden mit mir gesprochen und das runtergebrochen auf einen russischen Satz oder auf einen russischen Gedicht. Schön. Und ich fand das so cool. Krass. Oh mein Gott, ja, richtig und schön. Ich fand das Projekt so cool. Ja. Dann habe ich das so ein bisschen wiedergespiegelt bekommen von jemand anderem auf dieser Sprache, die ich zuerst gelernt habe, wie man mein Leben zusammenfassen kann oder wie man mich zusammenfassen kann. Und das war so voll die Erfahrung. Wow. Und das jetzt so zu tragen ist auf eine Art auch ein bisschen jetzt auch strange, wegen des Krieges, weil der einfach jetzt gerade so präsent ist und auch weil Russisch einfach so vielen Menschen auferzwungen wurde durch das Land, dass es jetzt immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert ist. Und deswegen finde ich das auch so sehr komplex so. Aber ich verstehe voll den... Aber es gehört auch trotzdem zu dir. Und irgendwie ja, jetzt literally. Jetzt ja, kann ich nichts mehr dran ändern. Das gehört ja trotzdem zu dir, ja. Ja, voll. Ich finde es voll spannend. Also Valeria sagt auch so, darüber sprechen hat ihr geholfen. Aurora, du warst auch viel in Kosovo, auch in der Kindheit. Das hat dich ja auch irgendwo mitgeprägt. Meine Struggles zum Beispiel bei der Identität lagen wirklich in der Sprache, weil ich nicht zweisprachig aufgewachsen bin. Also ich kann Spanisch viel
viel verstehen, aber nicht wirklich sprechen. Und ich glaube, wenn, dann hört man da nicht nur einfach einen Akzent raus, sondern es ist wirklich ein Gestotter. Und auf WhatsApp kam auch eine Nachricht von Marie. Sie ist halb Polin und halb Deutsche und sie schreibt, ich habe wenig Bezug zu meiner polnischen Kultur, was Familie angeht. Die liebe ich, doch kann ich kein Polnisch und fühle mich leider überhaupt nicht polnisch. Ich finde es sehr schade, meine polnische Kultur so schlecht zu kennen. Ich bin sehr neidisch auf die Leute, die zwei Kulturen haben und sogar zwei Muttersprachen sprechen. Und ich, wie gesagt, kann ja kein Spanisch, deshalb war mir das Land auch irgendwie so ein bisschen fremd immer, wenn ich da war. Ich habe mich halt wirklich wie so eine Touristin immer gefühlt, auch wenn ich fast jedes zweite Jahr da war in meiner Kindheit, aber trotzdem war da halt diese Barriere. Und dadurch war halt Deutschland für mich immer so die Heimat, wo ich mich auch wirklich heimisch gefühlt habe, weil ich mich ja auch verständigen konnte, ohne irgendwie einen Dolmetscher zu brauchen, gefühlt an meiner Seite. Deshalb vielleicht auch nochmal die Frage an euch, was ist denn dann aber für euch so Heimat? Also ist es wirklich das, wo du in Kosovo deine Kindheit vielleicht auch verbracht hast? Ist das für dich ein Heimatsgefühl oder da, wo man halt auch lebt? Boah, Heimat, ich finde, das ist so, so schwer irgendwie, weil Heimat kann irgendwie alles sein. Also Heimat ist einmal meine Wohnung, die ich selbst eingerichtet habe oder die ich zusammen mit meinem Freund eingerichtet habe. Heimat sind aber auch vor allem Erinnerungen an Uganda in der Kindheit. Also es gibt so einen Weg von unserem Haus in Uganda zu meiner Tante in Uganda. Die Häuser sind relativ nah beieinander. Und der Weg, der hat sich immer voll abenteuerlich angefühlt als Kind. Und an den erinnere ich mich mega oft zurück, weil der so, da musste man so drüber hüpfen irgendwie, weil sonst bist du da in so einen Mini-Graben reingefallen und überall sind so Bananenbäume und keine Ahnung. Und man ist da irgendwie komplett barfuß auch gelaufen. Und barfuß sein ist auch viel Heimat für mich. Also ich liebe es auch im Sommer einfach viel barfuß zu sein, weil mich das krass an Uganda erinnert. Aber Heimat ist auch für mich Schwabeländle. Also so, es ist halt, ja. Das hast du jetzt schön gesagt. Ja, es ist halt wirklich so, wenn ich dann irgendwie nach Hause komme, meine Mama macht so Spätzle und Soße und so. Oh. Und dann setzt man sich da halt hin. Oder auch irgendwie so das Heimatfest, was so in einem Heimatsdorf ist, ist auch Heimat. Mhm. Keine Ahnung, die Schwäbische Alb ist auf jeden Fall meine Heimat und das mag ich auch total. Also für mich ist es auf jeden Fall auch irgendwie, sind es Menschen, es ist meine Familie, egal wo sie ist auf der Art. Es sind meine engsten Menschen. Es ist ein Gefühl manchmal. Also wie du sagst, barfuß. Für mich gibt es das ganz viel auch mit Zusammensitzen und vielleicht gemeinsam essen, Zeit verbringen. Egal wo wir sind. Das kann dann auch zum Beispiel gar nicht in Deutschland sein. Aber am Ende des Tages und am Ende von einem richtig so, sag ich mal, Urlaub, langen Urlaub oder so, ist es auch mein Bett in Deutschland. Ja. Ja. Das ist auch meine Heimat. Ja. Ja. Bei mir ist es auch ganz doll Familie. Also vor allen Dingen, wenn ich an meine Kindheit in Kosovo denke, das Gefühl, mit allen zusammen im Kreis zu sitzen, Chai aus den kleinen Gläsern zu trinken, die Sonnenblumenkerne noch da, Musik, die im Hintergrund läuft, der Geruch von Flea, das ist so gegrillter Pfannkuchen, der dann in der Luft liegt, der draußen gemacht wird, wo alle zusammensitzen, dieses Gemeinschaftsgefühl und halt auch Sommer, weil wir halt immer im Sommer da waren. Aber ja, auch genauso wie du es sagst, von Kosovo zurückkommen, ist genauso wieder in der Heimat anzukommen. Also ich gehe dahin, ich komme in meine Heimat an, ich gehe zurück, ich komme ebenfalls in meine Heimat an. Das ist irgendwie schön zu wissen, ich habe zwei Orte, an denen ich mich zu Hause fühle. Ja, richtig schön, ja. Ja, und dazu hat mich so eine Sache immer wieder beschäftigt und die habe ich mir dieses Mal angeguckt, nämlich inwiefern eigentlich die Erfahrungen von unseren Eltern uns beeinflusst haben. Weil man muss ja überlegen, die kommen in ein fremdes Land. Die können die Sprache nicht, kennen die Kultur nicht, die wissen auch einfach vieles nicht und müssen dann dabei auch noch Kinder großziehen. Und ich habe mich immer gefragt, wieso tust du das? Genau, warum? Also es muss ja irgendwie dafür gesorgt haben, dass unsere Kindheit ja vielleicht ein bisschen anders verlaufen ist als bei anderen Leuten, wo das vielleicht nicht so war. Und ich habe dazu etwas mitgebracht, das das Gefühl, finde ich, sehr gut beschreibt, nämlich ein Gedicht. Das habe ich auf Instagram entdeckt und ich muss sagen, das hittet emotional schon ein bisschen anders. Also sollen wir die Taschentücher raus? Ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleich weine und dann so mich vor der Kamera verstecken muss und sagen, bitte macht aus. Also seid gewarnt. Okay. Es wird jetzt sentimental, ja? Okay, ich bin ready. Okay, ich muss jetzt meine Gedichtsvortragkünste unter Beweis stellen. Okay. Du schaffst es. Du sagtest immer, nur für mich hast du deine Heimat zurückgelassen. Deine Eltern verlassen, die Sprache der anderen gelernt. Und ich fühle mich schuldig, Mutter. Jedes Mal, wenn du das sagst, muss ich nun mit dem Wissen leben, dass ein großer Teil von dir starb, damit jemand so Kleines wie ich Großes leben kann.
Oh, das ist echt schön. Das ist echt richtig schön. Ich finde es auch richtig schön. Das Gedicht ist von einer Autorin namens Elona Beciraj. Die hat auch albanische Wurzeln, so wie ich, und schreibt viel über diese Gefühle, die damit einhergehen. Und bei fast jedem Gedicht schießen mir irgendwie die Tränen in die Augen. Also ich musste mich jetzt auch gerade beherrschen, als ich das vorgetragen habe. So, man scrollt einfach nur auf Instagram und auf einmal muss man heulen wegen seiner Geschichte. Ja, so. Man sieht das so gar nicht kommen. Erstmal sieht man irgendwelche Katzenvideos, irgendwelche Clowns, die hinfallen, keine Ahnung. Und, und dann so Trauma. Und, und ich hätte euch gerne mal gefragt, was hat das jetzt bei euch ausgelöst? Ich fühle es irgendwie voll, aber ich fühle es auch nicht zu 100%, weil meine Mama nicht aus einem Kriegsgebiet, also meine Mama war im Krieg, aber als sie meinen Papa kennengelernt hat, ist sie nicht aus einem Kriegsgebiet quasi nach Deutschland geflüchtet, sondern die ist halt aus Liebe mehr oder weniger nach Deutschland gekommen. Die haben sich halt verknallt so. Oh, das ist voll süß. Ja, voll. Und dann ist sie halt nach Deutschland so. Aber trotzdem, also dass meine Mama, ich habe ja vorhin auch schon erzählt, meine Mama hat uns nicht ihre Muttersprache beigebracht, aber das hat sie eben gemacht, um selbst Deutsch zu lernen, dass wir ein bisschen weniger Stress haben mit Sachen übersetzen und so. Und ich glaube, allein die Entscheidung, die ist schon so huge irgendwie, dass ich da mir auch richtig, also als Kind war ich immer so, boah, warum hast du mir das nicht beigebracht und ne und hier und da. Und jetzt ist halt meine Mama so, spricht fließend Deutsch und ist halt, also ist einfach eine richtig coole Person und hat sich so selbst voll krass hochgearbeitet auch. Und das inspiriert mich einfach immer wieder aufs Neue. Irgendwie fühle ich es total, aber ich kann es, glaube ich, nicht so krass nachempfinden wie ihr beide jetzt. Bei mir ist es so, dass ich relativ oft erinnert werde an die Geschichte meiner Familie. Es kommt sehr oft manchmal auch random, so wie so ein Instagram-Post in einem Feed. Ich spreche über irgendwas ganz anderes und auf einmal geht es so um den Krieg. So, und ich denke mir so, okay, weil meine Großeltern im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel oder teilweise meine Urgroßeltern im Ersten Weltkrieg, Revolution, da sind super viele Geschichten, die irgendwie auch gar nicht so richtig aufgearbeitet wurden oder an uns auch weitergetragen wurden. Aber teilweise hören wir dann auch irgendwie von so ganz schlimmen Sachen. Und für mich war das alles relativ abstrakt. Und meine Mutter ist eben nach Deutschland, auch alleine, in ein Land, die Sprache kannte sie nicht, hat eben auch hier komplettes Umfeld, Supportsystem zurückgelassen, hat dann erst später meine Großeltern dazu geholt, die dann auch nochmal hier waren am Ende und kämpft sich seitdem, ich würde sagen, bis heute eigentlich durch. Und deswegen finde ich das schon krass auf eine Art, das so zu hören, weil es halt, da ist auch sehr viel Schmerz mit dabei. Ja. Ja, deswegen finde ich das schon so schön, dass man auch darüber spricht oder daraus Kunst macht, Gedichte macht. Ja, ich habe mir genau das auch ein bisschen näher angeguckt, diesen Schmerz, beziehungsweise bei mir ist es ja so, in Bezug auf Krieg, dass meine Eltern ja vor dem Kosovo-Krieg geflohen sind und schon bevor der ausgebrochen ist, wurden Kosovo-Albanerinnen und Albaner halt systematisch unterdrückt, vertrieben und auch ermordet. Dadurch haben halt meine Eltern teils traumatisierende Dinge erlebt. Ich habe es halt selber nicht erleben müssen. Euch geht es ja auch so. Ihr habt das, was eure Eltern durchgemacht haben, ja selber nicht erlebt. Und ich habe mich aber gefragt, wenn meine Eltern diese Dinge erlebt haben, macht das nicht auch irgendwas mit einem selbst, wenn sie das durchmachen mussten? Und habe dazu ein bisschen recherchiert. Und tatsächlich ist es so, dass traumatische Erfahrungen von einer Generation an die nächste weitergegeben werden können. Da spricht man auch von transgenerationellem Trauma. Also wenn man zum Beispiel den Krieg selber nicht miterlebt hat, ist er aber trotzdem Teil der eigenen Familiengeschichte. Da sagt zum Beispiel auch die Trauma-Expertin und Therapeutin Michaela Huber, dass was die Eltern nicht verarbeiten können, bekommen basically die Kinder ab. Also meine Eltern haben zum Beispiel kaum bis gar nicht über ihre Erfahrungen gesprochen, über die Fluchterfahrungen, um mich halt auch davor zu schützen. Die wollten mich damit nicht belasten. Und das Krasse ist aber, auch wenn die Eltern nicht darüber sprechen, die Kinder bekommen das trotzdem mit. Also die Gefühle werden so oder so weitergegeben. Spannend. Man kann die Kinder davon nicht fernhalten, sagen ExpertInnen. Und der Psychiater Martin Auerbach erklärt das so, dass du als Kind, du checkst zwar nicht, was da ist, aber du spürst, da ist was. Also er hat das beschrieben wie so eine dunkle Wolke. Und als ich das gelesen habe in der Recherche, hat es irgendwie richtig krass was bei mir ausgelöst, weil ich erinnere mich, bei uns zu Hause, da war immer so eine gewisse Trauer. Also natürlich jetzt nicht ständig, aber ich habe immer gemerkt, so eine Melancholie, die irgendwie immer so mitgeschwungen hat und mich begleitet hat. Also es ist wie so ein dunkler Schleier,
der immer mal wieder irgendwie da war. Den kenne ich auch irgendwie bis heute. Ich habe es damals nicht verstanden, warum bin ich eigentlich traurig. Ich hatte richtig viele Momente, ich war einfach richtig traurig und ich hatte aber keinen Auslöser. Und das alles habe ich halt gefühlt, obwohl meine Eltern wirklich alles versucht haben, diesen Teil ihrer Lebensrealität halt vor mir zu verstecken und mich das nicht spüren zu lassen. Also heute weiß ich halt, meine Eltern waren einfach extrem traurig. Sie haben alles aufgegeben, ihre Heimat, ihre Familie, ihr Zuhause. Und es war die ständige Angst natürlich auch da, ey, wer überlebt jetzt, wer stirbt, was passiert mit meinem Zuhause? Ich erinnere mich auch zum Beispiel, dass jeden Tag die Nachrichten liefen zum Kosovo-Krieg, also albanische Fernsehsender. Auch die Ängste, die ich dann selber hatte, wo ich nicht wusste, ey, wo ich gefragt habe, sterben jetzt eigentlich Cousine XY, werden wir die eigentlich noch wiedersehen? Darf ich fragen, wie alt du da warst? Habe ich mich auch gerade gefragt. Das weiß ich nicht mehr. Das ist auch das Ding, ich erinnere mich, ich muss so 3, 4 Jahre alt gewesen sein, ungefähr geschätzt. Ich erinnere mich an super wenig konkrete Situationen. Ich erinnere mich mehr an das Gefühl und was so mitgeschwungen hat, weil ich halt einfach super jung natürlich war. Aber auch die Zeit danach. Es war ja nicht nur während des Krieges Angst und Panik da, sondern auch danach war die Situation und bis heute ja teilweise noch super angespannt. Ja, da hätte ich mal dich zum Beispiel gern gefragt, kannst du sagen, wo du das Gefühl hast, wo es dich vielleicht so beeinflusst hat, was deine Familie durchmachen musste? Also ich glaube, der Unterschied ist ganz krass, wenn du das so erzählst, dass bei uns, meine Mutter ist nicht aus einer akuten Kriegssituation geflohen, wie es jetzt auch aktuell sehr vielen Leuten geht. Das war bei uns anders. Und ich habe das deswegen ganz lange Zeit nicht so ganz nachvollziehen können oder verstehen können. Sie hat nach einer besseren Zukunft gesucht. Und heute, wenn ich jetzt in das Land schaue, verstehe ich sehr wohl, warum das passiert ist oder warum sie diesen Schritt damals gegangen ist. Ich kriege das teilweise jetzt auch aus dem russischen Umfeld, aus dem Land gespiegelt mit, ihr hattet recht, so zu gehen quasi. Jetzt umso mehr verspüre ich heute, würde ich sagen, eine große Dankbarkeit, hier zu sein. Hier sein zu dürfen, etwas, was ich sehr, sehr lange Zeit für selbstverständlich einfach, was war für mich voll normal, hier aufzuwachsen, weil ich dachte, das ist halt einfach, wie halt, oder beziehungsweise ich habe manchmal gewünscht, es wäre so normal wie für alle anderen auch und deswegen fand ich diese ganzen Erfahrungen, die man so macht, wenn man einen anderen Kulturkreis noch irgendwie hat, eher nervig oder belastend und habe erst sehr viel später verstanden, dass es auch Dankbarkeit ist oder ein Privileg ist, teilweise eine andere Sprache zu können oder andere Kulturen zu kennen oder so. Und es ist aber auf eine Art auch Druck, weil man jetzt natürlich denkt, man muss was draus machen, weil man hier ist. Also Druck abzuliefern, beruflich weiterzukommen. Gleichzeitig auch krasse Existenzängste, weil meine Mutter eben struggelt oder schon immer gestruggelt hat, durch diesen Weg eine Existenz aufzubauen oder sie zu erhalten. Also denke ich, muss ich das machen und vielleicht dann auch für sie, um was zurückgeben zu können oder so. Also diese Bringschuld, die man da vielleicht irgendwie, die immer mitschwingt, die habe ich schon. Das kann ich auch voll nachvollziehen. Aber noch zu deiner Frage, die du gerade gestellt hast. Bei mir ist es auch ein bisschen anders. Mein Papa, der hat mich ziemlich spät bekommen oder uns alle sehr spät bekommen. Mein Papa ist 1941 geboren und hat mich mit 59 Jahren bekommen. Und ich hatte meine ganze Kindheit das Gefühl, dass der Zweite Weltkrieg erst 10 Jahre her ist, weil das für ihn halt so präsent war. Für ihn war das so erst 4 Jahre alt gewesen, als der Zweite Weltkrieg aufgehört hat. Also er ist da komplett reingeboren, war eine komplette Nachkriegsgeneration. Gerade was auch so Essen und sowas angeht, da war er noch richtig gebrandmarkt, weil es einfach, glaube ich, viel zu wenig Essen gab. Und wenn wir irgendwie was auf dem Teller übrig gelassen haben, dann gab es halt richtig Anschiss, so, weil Essen einfach was ist, was eigentlich nicht im Überfluss da ist. Und ich glaube, er hat das gar nicht so überrissen, dass wir jetzt in 2005 oder 2007 eigentlich genug Essen haben. Das kenne ich von meinen Großeltern auch, weil die haben auch die Blockade durchgemacht und haben dann auch teilweise traumatische Geschichten erzählt, was sie teilweise essen mussten, um irgendwie zu überleben. Deswegen kenne ich das auch, so dieses Aufessen müssen. Muss sein, ja, absolut. Und was ihr gerade anspricht, ist super interessant, weil wir haben ja jetzt über den psychologischen Aspekt gesprochen, inwiefern Traumata die nächste Generation beeinflussen können. Aber es gibt nicht nur den, denn es gibt auch Hinweise darauf, dass Traumata sogar vererbt werden können.
Also das nennt sich epigenetisches Trauma, weil Traumata sich aufs Erbgut auswirken und epigenetische Veränderungen hervorrufen. Kurzer Bio-Crashkurs. Epigenetik beschäftigt sich, kurz gesagt, damit, inwieweit Umweltfaktoren die Gene beeinflussen können. Bis jetzt wurde es aber nur bei einigen Tieren und Insekten nachgewiesen, dass die Veränderungen von einer Generation an die nächste weitergegeben werden können. Bei Menschen ist das halt noch nicht geklärt. Da wird noch viel dazu geforscht. Aber ich finde es spannend, dass das überhaupt potenziell möglich ist und dass das in der Forschung auch so ein Thema ist und es Hinweise darauf gibt. Ich persönlich versuche halt vor allen Dingen aktuell das eigentlich so aufzuarbeiten, wie weit mich die Erfahrungen meiner Eltern oder überhaupt die Kindheit, die aus den Erfahrungen meiner Eltern resultiert, heute beeinflussen. Deswegen liegt mir das Thema auch gerade besonders irgendwie am Herzen. Und ich glaube, das, was meine Eltern durch die Flucht durchgemacht haben und auch weil unsere Sprache und Kultur verboten war, ist die Verbindung zu der Heimat dadurch noch stärker, habe ich das Gefühl. Also ich habe eigentlich gar keine Worte dafür, wenn ich in Kosovo ankomme. Das ist irgendwie so eine krasse Welle an Emotionen, die ankommt, wenn man in der Heimat der Eltern ist. Vor allen Dingen auch, wenn ich an Trennungsschmerz von der Familie denke. Jedes Mal dann voll der krasse Eck, da hinzufahren überhaupt, oder? Also so voll die schwere Situation auch für dich. Ja, es ist so ein, also einerseits freue ich mich immer extrem, also ich vergesse jedes Mal, dass immer, wenn ich da bin, übertrieben viel weine eigentlich und nicht nur ich, alle. Jedes Jahr wird eigentlich so viel immer geweint. Man weint, wenn man ankommt, man weint, wenn man da ist. Eine Cousine von mir, wir saßen alle zusammen im Café. Auf einmal fängt die einfach an zu weinen. Wieso, hä, was ist los? Mir ist gerade eingefallen, in einer Woche muss ich wieder gehen. Aber sie hatte noch eine Woche. Ja. Und, ach Gott, süß. Und man weint nicht nur selber, alle um die Großeltern, die Tanten und Onkel. Und ich finde, das Schlimmste sind weinende Großeltern. Mein Opa manchmal, wenn er so alleine den Berg hochgegangen ist, habe ich dann so von der Seite gesehen, wie er geweint hat, weil er wusste, wir gehen morgen. Und das hat mir immer mein Herz gebrochen. Aber es ist voll schön, dass du diesen Ort hast, an den du zurückgehen kannst und so dieses gemeinsame Healing irgendwie, dieses ihr heilt vielleicht auf eine Art, weil ihr das so austauschen könnt. Oder ja, stimmt. Weiß es, man tauscht die Gefühle aus, man weint schön, gemeinsam. Ja, das ist ja voll das Kollektivwein eigentlich. Kollektivwein. Man versucht es halt auch viel so zu unterdrücken, weil man nicht die anderen zum Weinen bringen will. Und meine Oma väterlicherseits, die lebt noch, die weint immer. Mein Vater sagt niemandem Tschüss. Er geht immer ohne jemandem was zu sagen, weil er das nicht ertragen kann, seine Mutter weinen zu sehen. Er sagt immer allen Leuten ein anderes Datum und jedes Mal funktioniert es. Er kriegt jedes Mal seine Mutter, er verarscht seine Mutter jedes Jahr. Und die immer so, ist der Chip ohne uns wieder gegangen? Und dann fängt sie an zu weinen und dann kriege ich die ganzen Tränen. Und dann bist du noch da. Und dann bin ich noch da und dann muss ich weinen. Und ich denke mir so, danke Papa. Danke Papa. Und diese ganzen Gefühle und Erfahrungen, keine Ahnung, ist, also mein Herz brennt einfach, sowohl positiv als auch negativ. Und eine Sache, die es mit auch auslöst, ist, dass ich mich irgendwie oft so entwurzelt fühle. Ich fühle mich so losgerissen. Ich fühle mich so, als würde ein Teil meines Herzens einfach da sein, aber halt mit Gewalt irgendwie rausgerissen. Ich habe mich gefragt, wie das eigentlich bei euch ist mit diesem Wurzelgefühl. Fühlt ihr euch entwurzelt von eurer Heimat? Ich bin einfach nur verwirrt. Das auch. Same. Ich bin echt krass verwirrt, weil ich bin so, okay, ich bin halb Uganda, ich bin halb deutsch, ich bin irgendwie gemischt, ich bin irgendwie deutsch, aber auch irgendwie nicht und so. Und ich bin irgendwie genauso weiß, wie ich auch schwarz bin, aber eigentlich bin ich auch schwarz und ich bin sehr verwirrt. Also ich habe nicht das Gefühl, irgendwie irgendwo rausgerissen worden zu sein. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es keinen richtigen Ort für mich gibt. So, also dieses, wo gehöre ich halt einfach hin? Ich weiß, ich habe meine Leute, so da gehöre ich hin auf jeden Fall. Aber so rein von den Wurzeln her finde ich es total absurd irgendwie, weil es irgendwie keine richtige Antwort darauf gibt. Mhm. Und wenn ich das dann noch so richtig ins Detail gehe, dann ist mein Papa, glaube ich, auch noch so halb Österreicher. Dann wäre ich auch noch quasi Viertel Österreicherin und so. Keine Ahnung. Und ja, deswegen, ich bin eigentlich überwiegend voll verwirrt, aber auch nicht negativ. Mhm. So, ich kenne das schon lange, das Gefühl, und das ist auch irgendwie okay. Ich habe oft so das Gefühl, dass ich so in der Schwebe bin irgendwo. So eine Grundverwirrung, genau, die so angehört. Irgendwie alles, aber auch irgendwie nichts. Mhm. So, und das, aber damit bin ich auch cool mittlerweile. So, dass ich
überall so ein bisschen anknüpfen kann, aber nirgendwo zu 100%. Ja, krass. Ja, so auf dem Level kenne ich das nicht, weil ich glaube, man hat natürlich auch nochmal ein krasses anderes Privileg, weil man weiß ist. Das heißt, es wird einem nicht so heftig wiedergespiegelt, dass man irgendwo nicht dazugehört oder so. Es sind dann eher so die kleinen Momente, es sind eher so die kleinen Dinge, die dich irgendwie wieder so auf einmal erinnern an etwas, was, woran du ja gar nicht immer denkst. Stimmt, ich bin ja Russin. Ja, genau. Oh, ja. Zum Beispiel bei mir passiert das ganz oft mit meinem Namen, also mit meinem Nachnamen, weil der sehr russisch ist. Mhm. Petrova. Das ist so wie Müller in Russland. Ja. Das ist der russische Nachname, den man ungefähr haben kann. Das heißt, jedes Mal, wenn eine Person diesen Namen irgendwo liest, möchte diese Person darüber meistens irgendwie sprechen oder es erwähnen oder so. Und ich bin meistens nicht darauf vorbereitet oder es ist auch für mich gar nicht so schlimm oder so. Ist jetzt nicht das Gefühl, dass ich so voll sauer bin deswegen, aber es ist jedes Mal so, ach ja, stimmt, ich muss jetzt gerade kurz nochmal, ja, ja, genau und so. Und dann führt diese Diskussion meistens nochmal irgendwo anders hin und irgendwie eigentlich machen wir gerade was anderes. Und das ist irgendwie jedes Mal so ein Moment, wo ich gerade dann immer nicht so weiß oder auch manchmal nicht so Lust habe, gerade drüber zu reden. Was übrigens auch mal der Grund war, warum ich überlegt habe, als ich den deutschen Pass und die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen habe. Ich musste dafür meine russische aberkennen. Das war auch nochmal so ein großer Moment für mich, wo ich dann auch dachte, okay, dieser letzte Teil auf meinem Papier, wo offiziell steht, dass ich woanders geboren bin, den musste ich abgeben für die Deutsche. Ich glaube, mittlerweile ist es auch beides wieder möglich, aber ich musste ihn abgeben. Und ich bin auch an sich mittlerweile okay damit und voll sogar teilweise sehr okay damit, das abgegeben zu haben. Aber in diesem Prozess habe ich überlegt, ob ich meinen Nachnamen ändern soll, damit er nicht mehr so russisch klingt und auch meine Schreibweise ändern soll. Was wären da so die Möglichkeiten gewesen? Also, mein Nachname, den ich mir eigentlich selbst geben wollte, war eine Art deutsche, weirde Übersetzung sinngemäß von Petrova und das wäre Petersen oder so, weil Petrova kommt von Piotr, das ist Peter, Petersen, Peters Nachfahre oder so. Ich habe auch irgendwo gesehen, dass das irgendwas mit einem Bischof zu tun haben kann. Es hat nichts mit mir zu tun, theoretisch, dieser Nachname. Aber ich habe es mir irgendwie so gesponnen, weil ich dachte, wenn man mich mit V und I schreiben würde und nicht mit W und IJ, diese komplizierte Schreibweise, mit der auch sehr viele Leute immer gestruggelt haben und vielleicht auch noch der russische Nachname weg ist, vielleicht dann wird es vielleicht mal okay sein und dann wird man mich nicht mehr drauf ansprechen. Ja. Ich bin sogar so weit gegangen, dass ich das auf meinen Social Media Accounts geändert habe. Nicht mit dem Nachnamen, aber der Vorname. Und ich habe sofort von voll vielen Freunden gehört, was machst du da? What are you doing? So, was ist los? Hör auf damit, mach wieder zurück. Und dann war ich so, ja, okay, stimmt, ist eigentlich echt nicht so gut. Ich finde Valeria Petrova viel besser als Valeria Petersen. Das Erste, was ich bei deinem Nachnamen dachte, war einfach Vampire Diaries, weil die eine Figur da Katharina Petrova heißt. Und ich dachte so, oh, wie cool, sie heißt wie die. Hä, witzig, das wusste ich nie. Ja, dann bin ich umso froher. Aber ich kann damit voll relaten, wenn man irgendwie daran erinnert wird, dass man halt nicht komplett deutsch ist. So. Das meinte ich auch vorhin mit diesem, dass von außen ganz oft diese Identitätsfragen kommen, wo man sich denkt, ah stimmt, so, da ist ja was. Ja, aber wir gehen ja nicht einfach so, wir gehen ja nicht einkaufen mit dem Wissen, ich bin eigentlich woanders geboren. Ja, voll. Ich vergesse auch ganz oft, dass ich halt eine dunkle Hautfarbe habe und dann werde ich darauf angesprochen und so, ja stimmt, da ist ja was. So, das sieht man ja. So, keine Ahnung, weil ich lebe halt einfach mein alltägliches Leben und habe nicht die ganze Zeit im Hinterkopf, dass ich jetzt schwarz bin oder so, weißt du. Dann, ja. Das sind dann halt so Sachen, die man dann quasi sieht, aber es gibt ja auch Sachen, die man irgendwie nur fühlt. Und da habt ihr auch schon von diesem Entwurzeln gesprochen. Ich habe das halt ganz krass bei dem Bild von Familie, weil Familie in Kolumbien ist so das Heiligste, was man sich vorstellen kann. Alle auch sehr religiös, sehr katholisch. Und in Deutschland war die Familiensituation immer sehr, ich sag's mal ganz nett, schwierig, weil meine Großeltern väterlicherseits halt sehr gegen Ausländer sind und sich das auch auf meine Mama zum Beispiel sehr ausgewirkt hat in dem Verhältnis zu ihnen. Es war aber immer krass, wenn man in Kolumbien war, hatte man so richtig dieses Familiengefühl, diese ganze große Familie. Man wusste, ah, okay, das ist Familie. Und dann war man in Deutschland, dachte sich so, aber das irgendwie nicht. Und dann hat man nur dieses Gefühl mit sich getragen. Aber immer wieder rausgerissen zu werden aus diesem Gefühl von Geborgenheit und so, das war halt schon irgendwie krass. Und ich glaube, das ist aber auch mal spannend, irgendwie von der Community vielleicht auch zu wissen, wo sie das Gefühl von Entwurzeln haben, wenn sie mit zwei Kulturen aufgewachsen sind oder das nachempfinden können. Deshalb schreibt es gerne mal in die Kommis rein, wenn ihr da Gedanken oder Geschichten oder Emotionen dazu habt. Oder vielleicht ja auch zu dem Teil, den Valeria uns mitgebracht hat, weil ich glaube, damit können sich auch einige identifizieren. Okay, Leute, ich hoffe, ihr seid ready. Ich zeige euch jetzt etwas, was vielleicht auf den ersten Moment ein bisschen heftig rüberkommt. Okay. Ich bin gespannt, ob ihr das kennt. Das ist ein TikTok, den ich euch jetzt erstmal zeigen möchte. Hier steht,
wie jede osteuropäische Mutter ihre Tochter begrüßt. Ich denke, du bist hässlich, ich denke, du bist fett, das ist nur meine Meinung, ich mobbe dich nicht. Das ist eine relativ harte, sehr überspitzte Aussage. Hier ist noch ein TikTok, der mir gezeigt hat, okay, scheint mehreren Leuten so zu gehen. Hier steht jetzt, osteuropäische Mütter sind die größten Feindinnen von ihren Töchtern. Sie schauen dich an und sagen dann sowas wie, als ich so alt war wie du, habe ich 45 Kilo gewogen. Okay, und jetzt? Man muss sagen, beide TikToks gehen um osteuropäische Mütter. Man kann jetzt nicht komplett über Osteuropa als Ganzes sprechen. Das sind viele verschiedene Länder, viele verschiedene Kulturen und so. Ich habe Kommentare gesehen, zum Beispiel aus Bulgarien, aus Polen, aus der Ukraine, aus Russland, aber auch aus Puerto Rico oder Italien von Menschen, die sagen, okay, fühle ich. Also da steht dann sowas wie, Zitat, du weißt, dass ich das nur aus Liebe und Fürsorge sage oder lieber hörst du es von deiner Mutter, dass du zum Beispiel zugenommen hast, als von jemand anderem. Also nach dem Motto, das passiert immer, wenn man sich zum Beispiel ein halbes Jahr nicht gesehen hat und jemand schreibt zum Beispiel, meine Mutter ist zu 99% die beste Mutter und der 1% ist, wenn sie zu mir sagt, dass mein Partner mich verlassen wird, wenn ich nicht auf mich achte. Ihr seid geschockt. Autsch. Okay, ich bin gespannt, weil es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, kenne ich nicht, meine Mutter gibt mir nur Komplimente, wir machen uns gemeinsam fertig oder ich habe noch nie ein schlechtes Wort gehört. Kennt ihr das, dass eure Eltern euch in irgendeiner Form euer Gewicht, euer Aussehen kommentieren? Von meinen Eltern nicht. Also meine Mutter ist da die größte Supporterin und ey, du bist immer schön, oh mein Gott, du bist so schön, du bist so toll und mein Vater auch, oh, du bist, also die sind da wirklich super liebevoll. Aber von meiner Großmutter in Kosovo kenne ich es. Wobei, es war auch positiv dann gemeint. Ich war als Kind immer sehr, sehr dünn und hatte dann zugenommen. Und sie so, also als ich dann gekommen bin, hat sie wirklich so, oh, toll, endlich hast du zugenommen. Oh mein Gott. Oh, wie schön. Ja, lass dich mal anfangen. Ja, super. Bitte nicht wieder abnehmen. Bitte nicht wieder abnehmen. Sie war so glücklich, dass ich zugenommen habe. So krass. Glücklich. Richtig glücklich. Kennst du das? Nicht so auf die Art und Weise, aber ich weiß noch, als ich mal irgendwie ein bisschen weniger gewogen habe, da war meine Mama so, ey, du hast schwere Knochen, deine Knochen sind dafür da, dass da auch viel Fleisch dran ist und so. Oh, also in die andere Richtung. Ja, genau. Spannend. Naja, ich muss aber auch sagen, ich war so ein bisschen schon rebellisch. Ich kann das schon verstehen, dass man da was sagt. Also mit 15 habe ich mir die Haare runterrasiert. Für meine Mama war das halt ein wunderschöner Afro, der jetzt halt weg ist. Und da kam dann halt schon so, ey, sieht schon schöner aus, wenn. Und als dann die Tattoos kamen, kam gar nichts von ihr und das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Oh. Ich weiß, meine Mama, die feiert keine Tattoos so. Und immer wenn so ein neues Tattoo ist, ah, du hast ein neues Tattoo. Ich so, ja. Ja, das kenne ich auch. Als ich dann so angefangen habe, auch das russische Tattoo, das ich mir stechen habe lassen, hat sie nur gemeint, aber das ist jetzt, bleibt jetzt nicht für immer, oder? Doch. Ups. Ja. Als ich mir meinen Nasenring abstechen lassen, meinte meine Mutter, das tragen nur Leute auf der Straße. Ja, du bist auch auf der Straße unterwegs ab und zu. Ab und zu. Ich find's krass, dass es bei euch in die andere Richtung geht. Also, dass ihr beide die positiven Kommentare bekommt, wenn ihr zugenommen habt. Weil bei mir war es eher andersrum und es ist bis heute noch so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel nach Hause kommen würde und ich habe abgenommen aus irgendeinem Grund, dann würde ich das relativ schnell wiedergespiegelt bekommen mit einem Kompliment mit sieht toll aus und von wegen richtig gut gemacht und so. Und auch andersrum weiß ich noch, als sich zum Beispiel der Körper verändert hat von der Pubertät, wenn man dann erwachsen geworden ist und so, dann ist das ja auch relativ normal, dass man zunimmt zum Beispiel oder aus welchem Grund auch immer. Und das wurde mir auch relativ klar gesagt, ne? Und es war immer eine sehr liebevolle Stimmung bei uns zu Hause. Aber dieser Part, was so Schönheitsideal angeht, der war dann immer so, dass, da wurde einem so ein bisschen, also einfach relativ deutlich gesagt, ich glaube, an einen Satz erinnere ich mich, da hat sie mal gefragt, hast du in letzter Zeit viel Brot gegessen? Das aber woher so, kommt das? Es gibt halt in Russland relativ hohe Schönheitsideale und Ansprüche. Die Frauen sind irgendwie teilweise voll zurechtgemacht. Ich habe das auch gemerkt, dass ich in einem Land war, in der Stadt zumindest, in St. Petersburg, dass halt die Leute auch sehr gestylt sind und so. Also irgendwie ist da die Messlatte sehr hoch auf eine Art. Und das fand ich dann immer sehr schwer, da mitzuhalten oder dem irgendwie gerecht zu werden, weil ich das schon auch einfach immer teilweise auch durch russische Trainerinnen wiedergespiegelt bekommen habe. Also ich war in so Vereinen, rhythmische Sportgymnastik und so, da gab es russische strenge Trainerinnen, die mir das auch jedes Mal mich haben wissen lassen, wenn ich irgendwie mal einen Gramm zugenommen habe. Das ist nämlich das, was mich voll interessiert, ob ihr dieses Schönheitsideal kennt oder irgendeine Art von Schönheitsideal kennt aus der Heimat, aus den Kulturen eurer Familie oder so, was euch vermittelt wurde. Also bei uns in Kosovo ist es so, dass die Frauen da auch extrem zurechtgemacht sind. Die
haben so krasse Make-up-Skills da teilweise. Die haben jeden Tag so ein richtig heftiges Full-on-Make-up-Gesicht. Und ich persönlich habe halt, weil ich anders bin als andere Mädchen, halt sehr spät gelernt, mich zu schminken und habe das auch nicht so doll drauf. Also ich habe jetzt so erst kürzlich erste Versuche mit Eyeliner gewagt und bin da schon voll stolz drauf. Und immer wenn ich dann da bin, sehe ich, wie krass geil die da geschminkt sind und merke dann so, dass ich das irgendwie auch gerne können würde, aber eigentlich auch happy damit bin, wie ich es mache. Nur ich merke schon, dass man da einfach öfter mal in die Situation kommt, sich dann zu vergleichen. Boah, ich glaube, so, ich habe nie so ein krasses Schönheitsideal irgendwie vermittelt bekommen, weil meine Mom, die war schon immer so, ey, ihr seid alle toll, wie ihr seid. Aber in Uganda ist es auf jeden Fall so, wenn Menschen dick sind, dann steht es für Wohlstand, weil du dir das Essen leisten kannst. Und deswegen ging es schon eher immer in die Richtung, es ist besser, wenn mehr dran ist. Aber trotzdem war das dann nie so ein krasses Thema. Also ich habe selten irgendwie gehört, boah, guck mal, dass du da jetzt ab- oder zunimmst oder so. Und auch in Uganda, wenn ich da bin, da ist halt das Schönheitsideal, würde ich mal sagen, umso heller die Haut, umso besser. Und da fitte ich halt voll rein und deswegen, also so, da fitte ich dann ja quasi rein. Und die haben auch diese Cremes, diese Bleach-Cremes, dass die Haut ein bisschen heller wird und so. Deswegen habe ich da auch nie wirklich super viel mitbekommen, außer einmal. Und zwar, da hat mein Cousin zu mir gesagt, ey, du bist richtig dünn wie eine Bohnenstange. Und ich war einfach ganz normal, so wie jetzt so. Und in Deutschland hat man mir gesagt, ey, du bist voll curvy und so. Und da war ich dann auch wieder so voll verwirrt, weil ich mir dachte, hä, was ist jetzt wieder los? Bin ich jetzt dünn oder hier? Ja, daran merkt man, ne? Schönheitsideal genau, ist auch kulturell geprägt. Genau, also Schönheitsideal in Uganda ist auf jeden Fall schon eher dick und ein bisschen heller. So würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich gebe da jetzt keinen Brief und Ziegel drauf. Aber so richtig mitbekommen vom Elternhaus, nee. Sei froh. Ja. Bei dem Instagram-Account Migratöchter, die haben da ein Posting zu veröffentlicht, tatsächlich zu den Schönheitsidealen in unterschiedlichen Ländern. Klar, das hast du auch schon gesagt, Valeria, man kann es ja nicht pauschalisieren auf ein ganzes Land. Manchmal sind es ja auch nur einzelne Kulturen oder Stämme. Und zum Beispiel in Japan ist es so, da werden schiefe Eckzähne als niedlich angesehen. Das geht sogar so weit, dass es so Aufsätze gibt für die Zähne, dass man so schiefe Eckzähne dann hat. Oder also, dass die dann so... Ja, je nachdem, Hauptsache schief. Hauptsache so. Du kannst das aber auch, wenn du es dir leisten kannst, das permanent machen lassen. Also, dass entweder was abgeschliffen wird oder dass es halt wirklich also ein kosmetischer Eingriff ist. Das ist in Japan teilweise, in Tadschikistan ist es so, dass es in der älteren Generation mit Gesichtsbehaarung als sehr ästhetisch angesehen wird. Also auch dichte Augenbrauen zum Beispiel. Mhm. Und in Neuseeland sind Gesichtstattoos ein Schönheitsideal. Mhm. Also man sieht, es ist total unterschiedlich von Kultur und Kultur. Und ich glaube, es ist auch super unterschiedlich, wie das einen prägt, auch so im Leben und auch nachhaltig. Aber ich glaube, Migratöchter ist sowieso bei dem Thema, was wir heute besprechen, ein Kanal, den wir sehr empfehlen können. Kann man abonnieren. Drauf vorbeischauen kann, genau. Unter den TikToks war auch ein Kommentar, der mich auf ein anderes Thema gebracht hat. Und zwar stand da: Nachdem deine Eltern dann vielleicht zum Beispiel dein Gewicht kommentiert haben, bieten sie dir direkt danach riesige Mengen an ungesundem, super leckerem Essen an und fühlen sich gekränkt, wenn du nicht aufisst. Wir hatten das ja vorhin auch mit dem Aufessen müssen. Und das kenne ich halt auch, dass es am selben Abend dann noch, weil wenn man sich sieht, dann hat man in meinem Fall meistens auch was zu feiern oder so. Es gibt einen Familientisch mit leckeren Gerichten. Ich habe mir dann gedacht, okay, das ist ja auch etwas, was sehr viel für Heimat irgendwie spricht, das Essen. Und ich möchte euch gern ein Gericht zeigen, was dann bei mir auf dem Tisch oftmals steht. Und ich möchte wissen, ob ihr mir sagen könnt, was das ist, was das sein könnte. Und deswegen, genau, zeige ich euch jetzt einmal dieses Gericht. Und ihr könnt ja einmal kurz beschreiben, was ihr seht für alle, die uns jetzt nur hören. Und darf ich kurz nah rangehen? Ja, ich habe gerade das gleiche Problem. Geht mal nah ran. Das sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Ich habe Bock, es zu essen. Was sagt ihr? Was denkt ihr, was ist das? Beziehungsweise beschreibt es erstmal, was ihr seht. Es sieht ein bisschen aus wie eine Art von Kuchen, aber man sieht, dass es herzhaft ist, finde ich. Findest du? Oder glaube ich? Ja. Und es ist lila, es hat mehrere Schichten
Und oben drüber hat es was Orangenes, aber ich weiß nicht, was das ist. Also entweder ist dieses Lilane so Blaubeermäßig oder so Rote Beete-mäßig, wenn es herzhaft ist. Rote Beete? Rote Beete, Rote Beete, yes. Dann ist oben Karotte drüber geraspelt. Karotte und Apfel. Und Ei. Und Eis. Und Ei. Okay. Also, okay. Ich löse es mal auf. Das Gericht nennt sich Hering im Pelzmantel. Mhm. Auf Russisch Seledka pod shubay. Das heißt, ganz unten ist Hering. Und dann wird geschichtet mit Kartoffeln, Rote Beete, Mayo, Eier, Zwiebel und dann wiederholt und so weiter. Mayo und so. Genau, also für manche Leute ist es vielleicht gewöhnungsbedürftig, wenn man das so hört, auch gerade so mit dem Heringgeschmack. Mir hat es auch lange Zeit erstmal gar nicht so geschmeckt, aber jetzt, wenn ich so an dieses Gericht denke, dann denke ich an zu Hause, ich denke an meine Mutter, die diesen Salat meistens am Abend vorher noch vorbereitet, damit er richtig schön durchziehen kann und so. Und ich denke daran, dass nicht alle vielleicht dieses Gericht kennen und wenn ich es mitbringen würde, vielleicht auch nicht jeder das unbedingt so gut finden würde. Und ich erinnere mich an eine Situation, wo ich einmal einen anderen Salat, der sehr ähnlich ist, Olivier heißt der, der ist auch mit ganz viel Kartoffeln, Mayo, Ei, Zwiebeln, aus irgendeinem Grund gibt es das sehr oft bei uns, habe ich mal mitgebracht zu einer Party und meine deutschen Freunde haben den verschlungen einfach. Geil. Und dieses Gefühl zu sehen, wie die das Essen, womit ich aufgewachsen bin, einfach inhalieren, hat was mit mir gemacht. Ich fand das sehr schön zu sehen. Ja, sowas ist richtig schön. Ja. Oder? Ja, und ich wollte fragen, welches Gericht würdet ihr von zu Hause am liebsten mit jemand anderem teilen? Oh, das... Darf ich anfangen? Ja, okay. Ich wusste, Essen ist einfach ein wichtiger Punkt. Ich habe das tatsächlich gestern mit Aurora geteilt. Und zwar mache ich für Freunde eigentlich immer, wenn ich so ugandisches Essen präsentieren möchte, Chabat. Das ist so Naanbrot ähnlich und wird so aus der Pfanne rausgebraten. Dazu habe ich so eine Erdnussbutter-Curry-Soße gemacht oder das haben wir zusammen gemacht. Und das ist so... Das, was ich eigentlich, weil es isst einfach jeder gerne. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der es nicht gerne gegessen hat. Weil gerade so dieses Fladenbrot-mäßige, ich glaube, das hat jeder gern, wenn man einfach abreißen kann und so ein bisschen Sharing is Caring essen hat. Und dann auch der pikante Geschmack von der Erdnussbuttersoße. Wie fandest du das? Also dadurch, dass ich das gestern Abend erst essen durfte. Ja. Das war wirklich, ich hatte das Gefühl, ich... sterbe, aber weil es so geil ist, weil ich das nicht ertragen kann, wie geil das ist. Ich hätte mich am liebsten da reingelegt, ich hätte da nicht nur gebadet, ich hätte da am liebsten drin geschlafen und geduscht. Und ich glaube, wenn man in den Himmel kommt, gibt es da keine Wolken, sondern einfach das. Und dann schwimmt man da die ganze Zeit drin rum. Du hast ihr Leben bereichert, glaube ich. Oh, ich fand das so gut. Ich fand das so gut. Ich habe und das auch noch was von übrig geblieben, was ich später essen kann. Ja. Das war geil. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall das Gericht, wo ich auch genau das gleiche Gefühl habe wie du, wo ich immer Freunde angucke und mir denke, oh, voll schön, dass du irgendwie das so teilen kannst. Mhm. Ja. Ich habe das bei mir ganz stark bei Flea. Das ist so eine Art gegrillter Pfannkuchen. Das hat ich ja gerade, glaube ich, erzählt, wie der in Kosovo, der wird draußen gemacht und quasi auf offenem Feuer und wird schichtenweise mit ganz viel Sahne und so gemacht und braucht sehr viel Zeit, bis das gemacht wird. Aber das schmeckt so, so gut. Das wird dann auch immer gemeinsam aus einem Blech gegessen. Es setzen sich alle zusammen. Oh, alle greifen halt auch mit der Hand rein und ich liebe dieses Gefühl gemeinsam aus einer Pfanne oder aus einem Blech. Früher noch hatten wir so einen Tisch, der war ganz niedlich, der war ungefähr so hoch, saßen halt alle am Boden. Das hatte irgendwie so ein schönes Gemeinschaftsgefühl, wie du meinst, auch dieses Sharing is Caring. Toll. Die meisten Gerichte hat man bei uns halt mit der Hand gegessen und ich hatte dadurch irgendwie eine viel, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber eine engere Verbindung irgendwie einfach zum Essen und auch zu den anderen, mit denen ich das gerade esse. Das hat man immer zusammen mit so eingelegter Paprika oder Schafskäse gegessen oder so Zuckerrübensirup, wenn man das nicht wollte. Mein Bauch grummelt, ich habe gerade so Bock. Ich habe gerade auch richtig Bock. Das Ding ist aber, wenn man nicht die Möglichkeit hat, das draußen zu machen. Meine Mutter hat schon versucht, in Deutschland das zu machen, so im Ofen. Also es ist natürlich auch super gut, aber es wird nie so geil wie in Kosovo mit diesen, oh, wie heißt das nochmal? Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber es wird halt oben drüber so ein Deckel draufgepackt, wo noch ganz viel Hitze von oben auch erzeugt wird, aber mit so einem rauchigen Geschmack. Oh, es ist aber ist Flea dann süß, wenn das so mit Sahne ist? Oder ist es herzhaft oder ist es beides? Du kannst es sowohl süß als auch herzhaft essen. An und für sich ist es, würde ich sagen, herzhaft eher, weil es auch mit Salz zubereitet wird. Aber du kannst halt auch was Süßes draufschmieren. Als Kinder haben wir auch gern so Schokoaufstrich und so draufgehauen. Ich finde es voll schön zu hören, weil
ich glaube, daran merkt man auch allein, wie wir gerade darüber gesprochen haben, dass Essen, aber auch so die Art und Weise, wie wir essen und mit wem wir essen und so, also auch der Kontext und irgendwie auch vielleicht das Umfeld, die Familie und so, dass das auch so ein mega emotionaler Part ist und auch so ein mega persönlicher Part, der auch viel mit Heimat, mit Zuhause zu tun haben kann. Und deswegen, ja, ich würde sagen, wir sollten viel öfter unsere Gerichte vielleicht mit anderen teilen. Mhm. Ich glaube, davon können wir alle profitieren, ja, wirklich, weil es bereichert einen, so krass andere Gerichte zu kennen. Ja. Finde ich voll schön. Ja, absolut. Ja. Ey Leute, vielleicht könnt ihr ja auch einfach mal in die Kommentare schreiben, was euer Gericht ist, euer Lieblingsgericht, was ihr mit anderen Leuten, mit uns teilen wollen würdet. Weil ich hätte Bock. Und es ist ja auch immer richtig schön, Brustraus-Momente am Ende noch zu teilen. Wir haben in unserer Community tatsächlich noch keinen Brustraus-Moment entdecken können, einfach weil wir das Thema ja noch nicht auf unserem Kanal wirklich thematisiert hatten. Deshalb weiß ich nicht, was da noch für so Geschichten schlummern, aber ich weiß, dass zum Beispiel unter anderem Elle einen Moment für sich definieren konnte oder eine Sache, die für sie ein Brustraus-Moment ist. Ja, voll. Ich habe irgendwann bemerkt, dass Kultur einfach nicht gebunden ist und ich mich eigentlich immer wieder neu definieren kann, wenn ich Bock habe. Und das war voll die schöne Erkenntnis für mich selbst, auch so in meinem Identitätsfindungsprozess. Voll schön. Ja. Ja. Dem kann man gar nichts dazu hinzufügen. Das war einfach Mic Drop. Ja. Ums Thema Essen, aber auch um sehr viel mehr, ums Aufwachsen mit Migrationshintergrund spreche ich ja, wie in der Folge auch besprochen, mit meiner russischen Freundin und Kollegin Vika bei unserem Podcast Nette Mädchen. Also falls euch das interessiert, hört gerne rein, würde mich sehr freuen. Und falls ihr unsere allererste Folge von Lass raus noch nicht gesehen habt, da geht es um, wie beeinflussen uns Filme und Serien eigentlich, dann hört und schaut da auch gerne rein. Ansonsten lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen, und kommt bitte nächste Woche wieder. Bye! Guten Abend und gute Nacht. Cool, ciao. Muss ich auch noch tschüss sagen. Tschüsschen. Ciao. Ciao.